Medizinisch holographische Notprogramm initiieren. Bitte die Art des medizinischen Notfalls angeben. Prellungen und Brüche hauptsächlich. Zustand Ihres Arztes? Er ist tot. 0,4 Einheiten Trianolin. Trianolin? Den Krankenpfleger haben wir auch verloren. Wann erwarten Sie das medizinische Ersatzpersonal? Das könnte ein Problem werden. Momentan sind wir weit von jeglicher Ersatzmannschaft entfernt. Rekorder. Medizinischer Rekorder. Hier spricht der holographische Notarzt. Ich habe nicht genehmigt, dass jemand aus der Krankenstation gebeamt wird. Hallo? Krankenstation an Brücke. Jemand hat offenbar vergessen, mein Programm zu beenden. Bitte antworten Sie. Irrational? Wir sind doch entkommen, nicht wahr? Verzeihen Sie bitte. Geben Sie nicht Nilex. Jetzt reicht es mir aber. Das ist kein Konferenzraum, sondern die Krankenstation und die Besuchszeit ist vorbei. Alle, mit Ausnahme meiner Patienten, verlassen den Raum auf der Stelle. Computer, medizinisches, holographisches Programm beenden. Wir müssen zurück auf unser Schiff. Ich habe Ruhe für Sie angeordnet. Ich lehne jede Verantwortung für Folgeschäden ab. Ist die Mannschaft immer so schwierig? Keine Ahnung, Doc. Ist meine erste Mission. Weiß denn niemand hier, wie das Programm abgeschaltet wird? Wie immer wollte sie nicht auf mich hören. Ich sagte also, sie solle beiseite gehen und es mich machen lassen. Sie stieß mich einfach von der Konsole weg, ich wehrte mich. Und dann fand ich mich auf dem Boden liegend wieder und spürte, wie mir das Blut übers Gesicht lief. Und was passierte dann? Sie sagte, Entschuldigung, ich würde die Krankenstation aufsuchen. Das war auf jeden Fall ein guter Rat. So, oh. Stillhalten. Keine Sorge, Lieutenant. Ich werde Sie zur Rede stellen. Halten Sie diese Frau von meinem Maschinenraum fern, das reicht mir schon. Oh! Computer, das holographische System für den medizinischen Notfall aktivieren. Bitte nennen Sie die Art des medizinischen Notfalls. Es gibt ehrlich gesagt keinen Notfall. Ich will eine Wasserkulturanlage bauen. Man sagte mir, ich könne bei Ihnen stickstoffhaltige Bodenproben erhalten. Ist das alles? Es tut mir leid, wenn ich... So fängt es an. Medizinische Bagatellfälle sind jetzt mein Gebiet. Für jede laufende Nase, jeden verstauchten Zeh, für jeden aufgekratzten Pickel bin ich jetzt zuständig. Sie sind der einzige Arzt, den wir haben. Ich bin kein einfacher Arzt. Ich wurde mit den Informationen von 2000 medizinischen Referenzquellen und den Erfahrungen von 47 medizinischen Offizieren programmiert. Ich bin die Verkörperung der modernen Medizin. Wie viel Dreck brauchen Sie? 4 Proben würden mir genügen. Krankenstation an Captain Janeway? Sprechen Sie. Wann kommt endlich jemand her, um meine holographischen Projektoren zu reparieren? Wir sind zurzeit sehr beschäftigt, Doktor, aber ich schicke Ihnen, sobald ich kann, ein Reparaturteam. Ich wäre sehr dankbar für eine bevorzugte Behandlung. Verstanden. Janeway, Ende. Es tut mir leid, Lieutenant, aber was immer Sie haben, Sie müssen sich selbst verarzten. Oh, kein Problem, das ist nur ein kleiner Kratzer. Wissen Sie was? So gefallen Sie mir eigentlich viel besser. Was ist? Stimmt etwas nicht? Ja, absolut nicht. Ihr Gehirn ist nicht in der Datei. Entweder hat Ihre Regierung vergessen, den Standard 15501 Mannschaftsbericht zu übermitteln, oder jemand im Ärztezentrum der Sternenflotte hat Mist gebaut. Ich bin kein Mitglied der Sternenflottencrew. Wir kamen während einer Expedition an Bord. Und niemand hat Sie zu Ihrer medizinischen Vorgeschichte befragt? Natürlich nicht. Das wäre Aufgabe des Schiffsarztes. Meine Aufgabe. Wenn mir jemand die Ankunft neuer Passagiere mitgeteilt hätte. Aber ich scheine immer der Letzte zu sein, der hier irgendetwas erfährt. Also, sagen Sie mir, wie viele Neuankömmlinge sind noch an Bord gekommen? Nur wir? Und die Crew eines Schiffes, das zerstört wurde. Eine andere Crew? Wie nett. Hier ist das medizinisch-holographische Notsystem an Captain Janeway. Sie ist nicht an Bord. Sie wird auf der Oberfläche eines Planeten vermisst. Vermisst? Der Captain wird vermisst. Wie mir scheint, befinde ich mich auf der Reise der Verdammten. Aber gut, bitte sagen Sie dem hochrangigsten Offizier, der nicht vermisst wird, er soll mich so bald wie möglich aufsuchen.
Sie können mein Programm nun abschalten. Aber Sie haben uns noch nichts über Kes Zustand mitgeteilt. Sie ist das gesündeste Mitglied Ihrer Spezies, das ich kenne. Das einzige Mitglied Ihrer Spezies, das ich kenne. Merkwürdig. Meinen Anzeigen zufolge sind Sie gar nicht hier. Glauben Sie mir, ich wünschte, ich wär's nicht. Ich möchte eine zweite Meinung einholen. Von wem stammt die erste Meinung? Die stammt von mir selbst. Das ist die Probe eines Rückstandes aus einem Nebel. Aus einem Nebel? Was wollten wir in einem Nebel? Nein, warten Sie, nicht verraten. Wir forschen. Das ist alles, was wir hier tun. Warum geben wir vor, nach Hause zu fliegen? Wir tun nichts, als jeden Kubikmillimeter dieses Quadranten zu erforschen, nicht wahr? Vielleicht ist der Spalt zu groß, um ihn zu verschließen. Hier spricht der Doktor. Bitte stellen Sie Ihren Monitor auf den medizinisch-holographischen Notfallkanal ein. Ich glaube, ich kann einen hilfreichen Vorschlag machen. Da niemand so liebenswürdig war, mich nach meiner letzten Konsultation abzuschalten, konnte ich Ihren Fortschritt beobachten. Oder besser gesagt, das Ausbleiben desselben. Ich halte eine Änderung Ihres Es gibt keine Lieder, die eure Taten rühmen und keine Legenden über eure Schlachten. Wieso nehmt ihr an, ihr könntet Grendel töten? Ich bin einfach nur ein Krieger. Das ist absurd. So möge es geschehen. Sie sollten etwas Eis darauf legen, das wird die Schwellung lindern. Wir hören selten Geschichten aus anderen Ländern. Er weist uns die Ehre und erzählt uns eine Geschichte aus eurer Heimat. Ja, genau. Ich bin kein guter Erzähler. Bitte tut uns diesen Gefallen. Na, berichtet lieber von euren Heldentaten und Kämpfen. Also, es ist mir einmal gelungen, die Verbreitung der Heronosimasen zu stoppen, bevor es eine Epidemie gab. Es stand auf Messers Schneide. 6 Personen erkrankten. Zum Glück konnte ich den endoplasmischen Virus isolieren und replizieren, um Antikörper zu erzeugen. Selbst dann war noch nicht klar, ob es mir gelingen würde, einen wirksamen Impfstoff herzustellen. Aber ich arbeitete 74 Stunden, ohne jede Pause. Und ich konnte ein Serum erzeugen, das die Crew erfolgreich beschützte. Verzeiht bitte, my Lord, aber dieses Gewäsch höre ich mir nicht länger an. Ihr seid ein Narr. Eine wahrhaft einzigartige Geschichte. Wie haben Sie sein Bewusstsein reintegrieren können? Ganz einfach. Es waren 3 neurale Transceiver, 2 Kortikalstimulatoren und 50 Gigahertz Computerspeicher erforderlich. Ich kann Ihnen das Verfahren erläutern, aber eine vollständige Erklärung dauert mindestens 10 Stunden. Es war ein höchst ungewöhnliches Verfahren. Ich würde eine wissenschaftliche Abhandlung darüber schreiben, wenn es möglich wäre, diese zu publizieren. Was ist das? Das ist Ihr neuer Patient. Es ist eins der bioneuralen Gelpacks. Ah ja. Ich bin vertraut mit diesen Geräten. Gesehen habe ich nur noch keins. Es liegt ein Defekt vor, aber ich kann keinen mechanischen Fehler feststellen. Ich dachte, Sie könnten sich mal die biologische Komponente ansehen. Interessant. Den Scan initiiere. Der Scannerstrahl ist aktiv. Aha. Was gibt es? Der Patient ist krank. Können Sie das etwas spezifizieren? Den Zustand des Patienten vor dem Patienten zu erörtern, wäre eine Verletzung des Berufsethos. Mir wurde angetragen, eine größere Sensibilität in Bezug auf die Bedürfnisse meiner Patienten zu pflegen. Keine Sorge, mein kleiner Freund. Doktor. Wie Sie meinen.